Yo Leute und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Fragen und Antwort Video. Und zwar habe ich hier an der Seite wieder mein Handy liegen, damit ich die Fragen bei Ask ablesen kann und so. Weil ich habe echt keinen Bock, das auf dem Blatt oder auf dem PC jetzt abzulesen, weil mein Zimmer ist nicht gerade wirklich aufgeräumt. Und das will ich euch nicht zumuten, da jetzt in diese Höllenkammer zu gehen. Von daher machen wir das wieder hier mit meinem Handy und wie gehabt. Dann wollen wir doch mal zügig mit der ersten Frage anfangen. Und zwar, bist du Fußballfan? Ja, manche haben bestimmt schon mitbekommen, dass ich Fußballfan bin. Und ja, ich habe auch einen Lieblingsverein und das ist der HSV. Frage Nummer 2. Wenn du tanzt, siehst du aus wie... ich würde mal sagen, wie ein Affe auf dem Schleifstein. Ganz simpel, weil ich kann überhaupt nicht tanzen. Will ich auch gar nicht, von daher interessiert es mich auch gar nicht. Frage Nummer 3. Und zwar, was trägst du gerade? Also... wie man sieht, trage ich einen schwarzen Pullover und eine Jeans. Muss so. Ach ja, und eine Kette, aber das war bestimmt auf mein Zeug ausgerichtet. Von daher habt ihr jetzt, ach ja, und graue Socken. Aber scheiß drauf, das war nicht so wichtig. Frage Nummer 4. Was reimt sich auf Mütze? Fetze! Frage Nummer 5. Was ist dein Lieblingsessen? Ja, mein Lieblingsessen sind auf jeden Fall Chicken Wings, Pizza und Nudeln. Das ist das, was ich eigentlich auch am häufigsten esse. Und ja, ich ernähre mich vielleicht doch nicht so gesund, wie gesagt. Aber mir geht's gut. Von daher, was soll's. Frage Nummer 6. Was würdest du heute machen, wenn es keinen Morgen mehr geben würde? Das weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich glaube, ich würde erstmal mein ganzes Geld auf den Kopf hauen, dann würde ich mir neues Geld klauen, damit ich noch mehr auf den Kopf hauen kann. Und so ein wandelnder Tageslauf und würde den einfach zu meinem schönsten Tag des Lebens machen und vermutlich dann auch den letzten. Frage Nummer 7. Wohnst du wirklich in Hamburg? Ja. Ich wohne wirklich in Hamburg, ob du es glaubst oder nicht. Ich wohne in Hamburg. Frage Nummer 8. Magst du Züge? Ja, ich liebe Züge. Die sind so toll. Frage Nummer 9. Hast du eine Freundin? Nein, ich habe keine Freundin. So, und wir sind bei Frage 10 angekommen. Ist auch die letzte Frage und die letzte Frage wird auch die längste Frage. Das waren jetzt viele Fragen in einem Satz. So, dann fange ich mal an zu lesen. Vor der Küste liegt ein Tanker vor Anker. Das Meer ist sehr ruhig und eine von der Bordwand hängende Strickleiter berührt mit ihrer untersten Sprosse gerade die Meeresoberfläche. Da setzt die Flut ein, mit der das Wasser stündlich um 20 cm steigt. Wie lange dauert es, bis die dritte Sprosse der untersten Leiter berührt wurde? Also, ohne Scheiß, ich habe für diese Frage wirklich sehr lange gebraucht. Ich meine, das ist im Prinzip eigentlich richtig einfach und normal eigentlich, aber ich bin nicht drauf gekommen. Auf jeden Fall... das Wasser kann nicht mit ansteigen und wenn das Wasser steigt, dann geht das Boot oder Schiff auch mit hoch, weil das ja nicht sinkt unter Wasser. Bam! Und ich hab's nicht gecheckt am Anfang. Traurig, aber wahr. Und wir sind auch schon wieder am Ende angelangt von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da oder besser noch abonniert. Euch überlassen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video und bis zum nächsten Mal. Ciao!